Ich staune also über diese Schlagzeilen. Ich meine, wir haben das ja schon gesehen vor der ersten Wahl. Da sind ja die unglaublichsten Szenarien heraufbeschworen worden, nicht wahr? Was mit Trump alles dann schiefgehen würde und wie schlimm das sei. Und dann hat man ja diese 4 Jahre gehabt. Und ich erinnere mich einfach an diese 4 Jahre, an eine Zeit, als eine Zeit, in der man sich eigentlich am meisten über gewisse Tweets eines amerikanischen Präsidenten, nämlich jene von Donald Trump, aufregte. Und wenn ich mir die heutige Zeit betrachte, würde ich sagen, ich sehne mich zurück nach einer Zeit, wo unser größtes Problem angeblich die Tweets des amerikanischen Präsidenten waren. Nein, da wird natürlich massiv, meines Erachtens, übertrieben. Ich glaube auch diese Hysterie, es ist ja geradezu eine Hysterie, die ich da zu sehen glaube, ist auch etwas entlarvend, jetzt im Sinne der Medien, aber auch gewisse politische Akteure, ob jetzt Hysterie oder nicht, die Kontenance verlieren. Sie würden sagen, es gibt keine Grundlage dafür, weil Sie sagen, die 4 Jahre Trump waren eigentlich für die Vereinigten Staaten gute Jahre. Ja, also nicht nur für die Vereinigten Staaten. Ich würde insgesamt sagen, dass selbst Trump-Kritiker, interessant wie der amerikanische Pulitzer-Preisträger Brad Stevens, der vom Wall Street Journal zu New York Times gewechselt hat. Er hat jetzt einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben unter dem Titel Plädoyer für Donald Trump von einem, der nicht möchte, dass er gewinnt. Also selbst im Lager der Kritiker scheint sich jetzt da doch eine gewisse Sachlichkeit wieder anzubahnen, weil die ganze Kritik ist da entgrenzt. Und sie ist meines Erachtens auch eine Unterschätzung der Vereinigten Staaten von Amerika, so als ob da einfach ein Mensch kommen könnte und diesen Staat über den Haufen werfen. Da, glaube ich, unterschätzt man die extreme Stabilität der amerikanischen Institutionen und auch, ich sage jetzt mal, die Weisheit des amerikanischen Wählers. In diesem Trump-Bashing schwingt ja auch immer die Verachtung gegenüber den sogenannten einfachen Leuten mit, die ihn da wählen. Und das ist jetzt aus demokratischer Sicht, aus schweizerischer Sicht sowieso ein sehr schlechter Impuls, wenn man da sich an den Wählern gleichsam die Schuhe abputzt. Man muss sich die Frage ernsthaft stellen, warum finden so viele Amerikaner, nach allem, was passiert ist, nach allem, was geschrieben wurde, Trump aktuell immer noch eine höchst valable Alternative fürs Weiße Haus? Das muss man ernst nehmen und nicht verdammen. Herr Zettele, 2 Fragen. Die erste, die Warum-Frage würde ich gerne von Ihnen auch beantwortet haben. Aber zuerst noch, wenn ich den Roger Köppel richtig verstanden habe, sind Sie ein Hysteriker? Ja, das lasse ich Herrn Köppel gerne über mich sagen. Es ist halt genauso falsch wie das meiste, was Donald Trump über sich behauptet, aber das macht nichts. Die Frage nach dem Warum, wenn ich die beantworten könnte, würde ich... Weil Sie, die Frage nach dem Warum, die konnten Sie ja 2016 auch nicht beantworten, weil Sie haben Sie dann ja auch total gewundert, dass das möglich war. Haben Sie dann die Warum-Frage in der Zeit danach beantwortet? In der Zeit danach habe ich sie für mich beantwortet. Aber wenn ich richtig verstanden habe, geht jetzt die Frage nach, warum könnte jetzt Donald Trump wieder Präsident werden? Wenn ich die Frage wirklich schlüssig beantworten könnte, würde ich einen Pulitzerpreis bekommen oder jeder von den fünf, die hier sitzen. Ich habe mit Leuten auch gesprochen, die bei den Vorwahlen jetzt waren. Unser Korrespondent, der Thomas Langbaul, der meiner Meinung nach super Arbeit dort macht, der war in Iowa und war bei einer Farmerfamilie. Die Gastfreundschaft im Mittleren Westen ist berühmt. Alles war bestens, alles war super. Und dann kam das Thema Trump. Und ihm ist gesagt worden, ja, das ist halt der Einzige, der sich um uns, die kleinen Menschen, kümmert. Und dann wurde die Diskussion gefragt, ja, was habt ihr denn da als Beispiel? Was hat er denn getan für euch? Dann kam, ja, wir sind politisch nicht so wahnsinnig interessiert. He will make America great again. Und das ist ja immer meine Frage an Trump-Anhänger oder an Personen, die mit Trump gut harmonieren. Das war doch das Hauptversprechen. MAGA, make America great again. Ist das passiert? Steht Amerika heute greater da oder nach Trump als davor? Das verneine ich für mich. Sie auch? Vielleicht ein Deutungsangebot. Ich habe auch eine Wette abgeschlossen, 3 Jahre vorher ein Buch darüber geschrieben, Trumps Amerika auf Kosten der Freiheit. Also, ich habe keinen Pulitzerpreis gekriegt, aber das Buch hat sich gut verkauft. Ja, das ist noch wichtiger. Ja, klar. Also, alle Plan Qualität setzt sich nicht durch, wissen Sie ja.
Also meine Überlegung war, als ich das Buch anzuschreiben habe, begonnen, warum sind die Amerikaner so unzufrieden? Hat einer von 8 haben mir gesagt, dieses System ist gegen uns. Nicht nur die Politik, dass die Amerikaner die Politik nicht zu schätzen, wissen wir alle. Aber dass die Wirtschaftseliten, dass die angeblich jetzt nicht mehr im amerikanischen Interesse sind. Da haben wir, was sind wir denn da hier? Die Chinesen feiern ihre Unternehmer. 80% haben in der gleichen Umfrage ihre Unternehmer gefeiert, genauso die Inder. Und die Amerikaner wollten da nichts mehr von denen hören. Und dachte mir, da knirscht's. Da muss man nachgehen. Und Trump hat es erkannt, dass da wirklich dieses ganze System diskreditiert ist. Und er hat gesagt, Leute, ihr habt recht. Ist alles gekauft. Aber ich habe so viel Geld, mich kann keiner kaufen. Das hat er eben auch deutlich gemacht. Vielleicht hat er auch deswegen seine Steuerunterlagen nicht rausgerückt. Ja, während andere wie Low Energy Jeb Bush, der als sichere Bank galt, schon 100 Millionen sammelte, da bei den Koch-Brüdern da rumtanzte, um Geld zu betteln, hat er gesagt, ich hänge nicht an den Strippen von denen. Ich bin euer Robin Hood, der dieses System dann auseinandernimmt. Ich bin die Handgranate, mit der ihr dieses System auseinandernehmen könnt, der die Verwaltung auseinandernimmt. Und genau das hat er gemacht. Da werden sich jetzt aber zwei Fragen daran anschließen. Nämlich erstens dieses Sentiment der Bevölkerung, die gesagt haben, da macht niemand mehr was für uns. Nicht nur die Politik, sondern auch sagen Big Business. Ist da was dran gewesen? Und zweitens, als er dann Präsident wurde, und das war die Frage von Herrn Settele, ist MAGA, also Make America Great Again, ist davon was erfüllt worden? Oder? Da war was dran. Ich meine, das Land war fix und fertig nach 2007, 2008, nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Nachdem die Banken rausgehauen wurden, bis auf eine, die waren zu groß, um fallen zu lassen, sind die anderen ihrem Schicksal überlassen worden. Drogen, was da Drogentote waren und Selbstmorde. Und die sich heute das Hirn noch nicht mit Drogen rausgenommen hatten oder rausgeschossen hatten, die haben halt dann Trump gewählt. Früher hieß es, wenn einer nichts hat, keine Bildung hat und kein Geld hat, dann wählt er sowieso nicht der Depp. Um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Und Trump hat es erkannt. Er hat gewusst, wie er die animiert. Aber es sind eben nicht nur die abgehängten, sondern auch andere, und da müssen wir jetzt an die obere Skala gehen, die nicht wollen, dass der Staat reguliert oder besteuert. Und die haben ihm nämlich auch einen Haufen Geld gegeben und die hat er auch nicht enttäuscht in der ersten Amtszeit. Also ich glaube, dass auch viele Durchschnittsamerikaner einfach nur davon beeindruckt sind, dass da mal jemand nicht mit dem Florett unterwegs ist und das für intellektuell hält, sondern dass er am Zweihänder ausgebildet ist und auch mal ordentlich austeilt, wenn einer frech wird. Also ich glaube, das ist noch eine Mentalitätsfrage. Und das bildet Trump in seiner Person und auch mit, wie ich persönlich erfinden würde, mangelhaften Manieren aus. Ne? Das hat Hillary Clinton noch bestärkt, indem sie auf seine Wähler herabgeschaut hat. Ihr Haufen gottserbärmlicher. Ich meine, so hilfst du dem Gegner. Aber das passiert, das sagt Roger Köppel, das passierte gerade auch wieder, dass man einfach sagt, die Leute, die den Trump überhaupt in Erwägung ziehen, den zu wählen, die haben ohnehin irgendwie Probleme. Also ich muss natürlich präzisieren hier, ich habe noch nicht gesagt, dass der Herr Settele ein Hysteriker sei. Vielleicht sage ich es am Ende der Sendung, bis jetzt habe ich noch keinen Anlass, das zu diagnostizieren. Aber es ist eben interessant, Das hat mich jetzt auch jahrelang beschäftigt, was eigentlich an Trump diesen extremen Affekt auslöst. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, ich habe ihn mal beschrieben in einem Artikel in der Weltwoche, habe ich mal gesagt, Trump ist sozusagen die unverdünnte Form des reinen Amerikaners. Also da schwingt natürlich immer auch ein bisschen Schlangenölverkäufer mit, Muhammad Ali, I am the greatest, aber vielleicht ohne Selbstironie oder nicht so schwer zu erkennbar. Er ist an sich ein krasser Typus des Amerikaners. Und wir Europäer haben natürlich manchmal etwas Mühe, wenn uns sozusagen diese ungefilterte Form des Amerikanismus entgegentritt. Und auch viele Amerikaner, da gebe ich Ihnen recht, haben auch Mühe mit diesem Anblick. Aber wenn ich einfach diese Jahre noch mal anschaue, und ich habe mit vielen Schweizer Unternehmern auch gesprochen, die in Amerika tätig waren, und die haben mir bestätigt, in der Zeit von Trump sind Steuern gesenkt worden, sind Regulierungen vermindert worden, war es einfacher, Business zu machen. Er hat erkannt, und das ist natürlich ein ganz großes Tabuthema, damals noch mehr gewesen als heute, die Problematik einer unkontrollierten Migration. Und ich meine, solange man sich an Trump abarbeitet und an seinen angeblichen oder tatsächlichen Charakterdefiziten, dann verkennt man eben die realen Probleme, aber auch die Leistungen, die mit seiner Präsidentschaft verbunden sind. Und wenn ich von Problemen spreche, dann meine ich allem voran natürlich diese Migrationsthematik. Und schauen wir jetzt an die amerikanische Südgrenze, da sagen mir auch Leute, die nicht für Trump sind,
Das ist der nackte Wahnsinn, was dort passiert, ist außer Kontrolle. Das geht so nicht. Und wenn Sie dann gleichzeitig eine Regierung haben, die hochoffiziell faktisch für dement erklärt wird von einem Gerichtsgutachten, dann müssen Sie sich als Amerikaner schon losfragen, was ist hier eigentlich los in dieser politischen Elite? Was habt ihr da für ein Durcheinander? Aber das ist auch international. Das ist auch die Frage. Also, er hat keine neuen Kriege angefangen. Andere Präsidenten vor und nach ihm sind irgendwie in Kriege wieder reingestellt oder haben sie mit nach vorne geschoben. Unter ihm war auch öfter dieses Gespräch, wir bringen unsere Jungs nach Hause. Dass die Administration und die beiden Parteien in den USA auf jeden Fall sich seit spätestens Obama mehr in den Pazifik orientieren, ist bekannt. Das weiß eigentlich jeder. Und da ist es auch wurscht, wer gerade Präsident ist. Aber der Punkt, auf den es ankommt, ist, er macht ja eigentlich klare Ansagen. Er hat damals genervt wegen den NATO-Beiträgen, hat gesagt, Freunde, hier alle bezahlen, sonst machen wir hier immer nicht den Ausputzer. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Amerikaner aber auch mit ihrer Kanonenbootpolitik ein bisschen zurückziehen. Also das ist zweischneidig, das Schwert. Ne? Ich glaube, dass die Ernüchterung, die wir dringend nötig haben in Europa, diejenige ist zu sagen, also wenn wir ein Sicherheitsbündnis brauchen, dann müssen wir es auch selber herstellen. Das geht jetzt in die Zukunft. Bleiben wir nur kurz. Ich glaube, Herr Settele widerspricht dem Befund. Ich würde auch gerne ein bisschen, wir sind ja hier, die Sendung heißt Trump, kommt Trump wieder, alle gegen Trump, also alle können es nicht sein, sonst würde er nicht wiederkommen. Aber Sie sagen, er hat es klar erkannt. Meine Frage ist jetzt, was hat er denn getan, um diesen American Dream, wo ich Ihre Analyse teile, der kaum mehr lebbar ist, für Mittelklasse und darunter, ich meine jetzt nur finanziell, wieder möglich zu machen. Da ist ganz wenig passiert. Und wenn Sie die Steuerreform ansprechen, Herr Köppel, ich bitte Sie, da können Sie aber schon jeden Ökonomen fragen, die hat vor allem Menschen geholfen, die schon hatten. Ja? Trumps Versprechen war, er schafft Obamacare ab, ist nicht eingehalten worden. Obamacare, nur kurz zum Erklären, war ein Hauptprojekt von Barack Obama, wo jetzt 32 Menschen eine Krankenversicherung haben, 32 Millionen, die vorher keine hatten. Das hat er nicht abgeschafft, weil die Widerstände zu groß waren. Bis zuletzt 2021 hat sogar der Supreme Court, der höchste Gerichtshof, gesagt, es ist okay. Also was hat Trump getan, um diesen American Dream wieder lebbar zu machen? Da habe ich auch in der Vorbereitung dieser Sendung so gut wie gar nichts gefunden. Ich war 1983 ein Jahr drüben und mein Gastvater war ein Verkäufer von gefrorenem Goldfischfutter. Gefrorenes Goldfischfutter. Fünf Kinder, eine Frau. Fünf Kinder in die Schule gegangen, Frau ein bisschen im Rathaus mitgeholfen und er hat gefrorenes Goldfischfutter verkauft. Das hat gereicht für ein Haus am Stadteingang, nicht die beste Adresse, nicht die schlechteste, dieses typische amerikanische Haus mit dem Driveway vorne. Jedes Kind hat ein Zimmer gehabt, die Zwillinge mussten sich eines teilen und einen Garten, in dem man tatsächlich wie im Bilderbuch Baseball und Football gespielt hat. Wir reden von 1983. Das können Sie heute aufmalen. Das gibt es nicht mehr. Und diesen American Dream, der nicht gleich Facebook, Amazon, aber dass der nicht mehr möglich ist, das ist ja schon vor Trump passiert. Eben. Ja schon, aber Trump hat, genau wie Roger Köppel sagt, den Finger draufgelegt. Trump hat die Wunde benannt. Und er hat meine die Analyse Wunde offen gehalten. Jetzt mit Einwanderung zum Beispiel. Er hat eingegriffen, das war ja der Deal. Die Republikaner haben gesagt, wir geben der Ukraine nur Geld, wenn wir dann eben auch die Grenze dicht machen. Und jetzt haben sich die Demokraten hergelassen, sind für ihre Verhältnisse sehr weit nach rechts gegangen, wollten die Grenze dicht machen. Und Trump hat es dann über seine Apologeten kaputt gemacht. Also er hat dieses Thema am Kochen gelassen. Er war nicht daran interessiert, dass die Probleme gelöst wurden, sondern er war daran interessiert, dass dieses Spaltthema für ihn weiterhin da ist. Und damit kann er auch Biden stellen, die eine falsche Strategie hat. Biden müsste genau auf diese Themen auch gehen, da gebe ich Ihnen recht. Was macht Biden? Er will die amerikanische Demokratie stützen. Das interessiert die Leute nicht, die Sie jetzt kennen. Denen ist das eigene Hemd wichtiger als diese institutionelle Jacke. Aber das Abziehbild haben wir in der deutschen Politik eben, dass auch Probleme gelöst werden. Und dieser 6. Januar, der übrigens sehr dramatisch war, ich meine, wenn Sie da nicht gesagt haben, das könnte ein Problem sein, da muss ich Ihnen auch noch mal grundlegend widersprechen. Amerika stand vorm Abgrund. Und die amerikanischen Militärs, ehemaligen Verteidigungsminister, egal welcher Partei, die haben alle einen Brandbrief geschrieben
einen offenen, dass das nächste Mal vielleicht sogar das Militär gespalten sein könnte, dass es Bürgerkrieg geben könnte. Also es sind weitaus weniger entspannter wie die Schweizer oder Sie. Die, die nahe dran waren an Trump, die wissen, wovon sie reden und die sind höchst alarmiert. Fragen Sie John Bolton. Ich bin sehr entspannt. Mein Punkt ist der, ich würde sagen, Trump ist vermutlich nicht ganz so gut, wie er sich selber darstellt, aber bei weitem auch nicht so schlecht, wie er dargestellt wird, vor allem auch von seinen zahlreichen Kritikern. Ich erinnere einfach daran, aber Sie haben in den USA gelebt, ich habe nicht dort gelebt. Ich habe einfach die Wirtschaftsdaten von hier beobachtet, plus Gespräche geführt. Die Vereinigten Staaten waren natürlich bis Ausbruch der Corona-Pandemie wirtschaftlich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Außenpolitisch, müssen wir sagen, haben wir während der Trump-Zeit nicht diese Kriege, diese Unruhen gehabt. Jetzt ist das Argument, ja klar, das hat nichts mit Trump zu tun gehabt. Das finde ich eine kühne Behauptung. Tatsache ist, zu seiner Zeit, glaube ich, sind die Amerikaner vielleicht nicht zuletzt auch wegen seiner Unberechenbarkeit und seiner doch aber auch zum Teil dezidierten Entschlossenheit, in gewissen Krisenregionen einzuschreiten, sind sie stärker respektiert worden. Und wir hatten einfach Ruhe im Stall. Der 6. Januar, da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also jetzt auch selbst die New York Times, der bereits erwähnte Brad Stevens, ist da vielleicht jetzt eher etwas punkto Entspanntheit auf meiner Seite. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, das sei wie Mussolini, ja, vor allem auch bei den Demonstranten hat es Tote gegeben, das sei wie Mussolini, Marsch auf Rom. Das ein Wahlverlierer, da sind Sie entspannt. Das sind Sie entspannt, oder wie? Das hat doch nichts mehr mit einer Demokratie zu tun. Da sind wir jetzt anderem Terrain. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Also Sie haben vorhin über diese Hysterie gesprochen. Die würde ich gerne mal aufgreifen. Wir machen ja hier in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, so erlebe ich das, ein Abziehbild dessen, was Biden macht. Also behaupten, man muss die Demokratie schützen, aber nicht über die Themen sprechen, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Das ist ein Problem. Wenn das politische Parteien nicht machen, weil sie die Themen nicht beherrschen oder nicht wollen oder was immer der Grund ist, dann schaden sie der Demokratie mindestens genauso, wie jemand, der vielleicht populistisch so ein Thema aufgreift. Das ist das eine. Ich habe erlebt, als Trump das erste Mal Präsident wurde, dass jeden Morgen im Morgenmagazin meinen täglichen Trump gibt mir heute. Also wirklich immer wie so ein kleiner Gottesdienst am Morgen musste sein, irgendwas Schlimmes über Trump erzählen. Das ist der Versuch, einen eigenen Gefühlsstau sozusagen auf ein Feindbild zu übertragen. Nein, doch, den das Eindruck ist die Berichterstattung dessen, was dort täglich passiert. Darf ich bitte meinen Eindruck schildern? Das ist mein Eindruck gewesen. Es gab manchmal eine Aufregung über einen Tweet, das haben Sie schon gesagt. Es gab irgendwelche anderen Sachen. Also diese Methode sozusagen immer über Verhaltensweisen, Frisuren, vielleicht auch Wortwahl oder sowas zu philosophieren, aber das Thema zu umschiffen, ja, den Elefanten doch, im Raum zu umschiffen. Reden wir doch über politische Sachen und nicht über Frisuren. Zum Beispiel Georgia. Er hat da wirklich denjenigen bedrängt, der für die Wahlen verantwortlich war, hat Druck gemacht. Das habe ich massiven mitbekommen. Druck gemacht. Der hat nicht mitgemacht. Sein Vizepräsident Mike Pence hat davor gewarnt, wenn der noch mal kommt. Ja. Das ist nicht nur Biden. Also Leute, die nah dran sind, und ich kenne zufälligerweise Leute, die da nah dran sind, und ich kenne die seit 20 Jahren, auch im republikanischen Lager, obwohl ich für einen Demokraten gearbeitet habe, die sind weitaus weniger entspannt als Sie. Sicherlich gibt es das bei uns auch, was Quote macht. Aber wer da genau hinschaut, weiß, dass diese Demokratie, und jetzt kommt ein anderer Punkt, schon seit sehr viel längerem ein Riesenproblem hat. Trump ist nur ein Indiz viel tiefer liegender Probleme. Deswegen war das Buch damals nicht Trump und schlimm, sondern Trumps Amerika. Auch wenn Trump jetzt weg wäre, wären die Probleme nicht beseitigt. Und mit der Realität müssen wir uns vieles klar machen, weil dieser Trump lenkt eigentlich nur von diesen tieferen, von diesem tiefen Eisberg ab. Aber wir haben doch in Europa genug eigene Probleme. Und ich habe das Gefühl, der Joe Biden ist ein bisschen netter, vertritt aber genauso eine Pazifikstrategie, wie es jetzt vorher der Trump getan hat, vorher der Obama getan hat. Also die haben immer dieselbe Strategie. Der eine ist ein bisschen netter und verbindlicher, dann atmen die Europäer durch und denken, ach, der hat uns ja doch lieb. Ne? Darum geht es doch nicht. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, wer definiert die europäischen Interessen? Wer definiert von mir aus auch die nationalen Interessen der europäischen Mitgliedstaaten? Das sind wir beieinander. Das fehlt völlig. Und dann sitzen die Amerikaner etwas ratlos da, weil sie kein Gegenüber auf Augenhöhe haben. Ich möchte einen Satz sagen, weil Sie vorher, bitte ganz kurz, weil Sie vorhin gesagt haben, die Wirtschaft hat so gebrummt. Das Wirtschaftswachstum 2018 war 2,9%. Das ist fein.
Und 2019 war es natürlich schon weniger Corona gedämpft mit 2,3. Also ich sehe keinen Grund, hier das Gebiss in den Mund, in die Höhe zu werfen und zu sagen, wie toll hat doch diese Steuerreform funktioniert. Hat sie nicht.